Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum versprochenen Teil 2 des Catrice Updates. Ich habe hier wieder einige Produkte, die ich heute mit euch testen möchte und im heutigen Video ganz entspannt. Im letzten Video war ich ein bisschen durch den Wind, ich habe vergessen meinen Concealer äh, auszublenden. Aber das Problem war, ich bin ehrlich mit euch, es ist einfach super, super stressig im Moment. Ich ziehe um. Jetzt gerade am Dienstag ist es 6.11 Uhr. Ich drehe dieses Video, weil ich gleich meine Übergabe habe und dann der Umzug losgeht. Und ihr wisst, ich habe nicht ganz so viel Zeit, meine Wohnung umzuräumen. Und ich habe ganz, ganz viel vor. Und ich filme alles. Und parallel laufen super viele Projekte. Und ich probiere, dass ich mich so ein bisschen durch. Äh, die Videos hier rumschleichen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich habe heute, wie versprochen, den zweiten Teil des äh, Catrice-Updates. Und den möchte ich heute mit euch testen. Falls ihr hier neu seid, herzlich willkommen. Ich bin und ich drei bis viermal in nächster Zeit hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der giacomo mir werden würdet. Das kostet nichts. Ihr macht mir damit eine riesige Freude und ich hoffe, ich euch auch. Freuen, ihr könnt sehen, ich habe noch nichts in meinem Gesicht. Und es ist hier alles gerade so ein bisschen anders als sonst. Denn ich ziehe um, mein großer Tisch ist weg. Ich habe nur noch einen kleinen Tisch. Aber dafür kann ich ein bisschen weiter zurückrutschen. Und ihr seht mehr. Ich bin gespannt, wie das in der neuen Wohnung wird. Das ist, glaube ich, das letzte Video, was ich hier in dieser Wohnung drehen werde. Freunde, wir fangen an mit. Äh Foundation, beziehungsweise wurde ich gefragt, ob ich auch die BB-Cream testen kann, die es jetzt neu gibt. Das mache ich selbstverständlich für euch. Das ist die Clean ID Hydro BB-Cream. Das ist aus der Clean ID-Reihe. Ich habe jetzt hier die Farbe 020 Medium. 99% natürliche Ingredienzen, ist vegan und nicht komedogen. Und ich lese euch vor, was sie können soll. Ich bin ja so mit BB-Cream immer ein bisschen... Ich mag es gerne... Full Coverage, Freunde. Aber eine BB-Creme ist vielleicht auch mal was Schönes. Und diese ultrafeuchtigkeitsspende, getönte Tagescreme mit Butter für einen strahlenden natürlichen Teint. Die hautfreundliche Textur deckt kleine Unebenmäßigkeiten ab, für das ich selbst nur besser gefühl. Living dafür, dass es draufsteht. Äh, keine Ahnung, Freunde. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, ich möchte vorher aber meine Lippen ein bisschen pflegen. Die fühlen sich ein bisschen trocken an. Und da gibt es aus der, ich glaube, Hanfreie ein. Ach nee, das ist ein Color Changing. Ach so okay, aber den zeige ich euch trotzdem. Das ist aus der hanf ein farbveränderndes Pflegestiftchen mit Hanf und Menthol. Ich mache mal nur ein bisschen rauf. einfach für so einen leichten pflegenden Effekt. Mm, so ein bisschen Farbverändern ist es tatsächlich, aber ich habe noch ein anderes Produkt. Ich traue mich dann noch nicht so ran. Wir machen jetzt aber weiter mit der Foundation, Freunde. In der Foundation bzw. BB-Cream sind wie immer 30 Milliliter mit drin. Es kommt in so einer Quetschtube mit so einer ja, Spritzapplikation. Ich glaube, ich trage mir das nicht mit den Fingern auf, sondern ich nehme hier einfach meinen Beauty-Schwamm und schau mal, die Textur ist richtig. Nicht musig. Und wir tragen uns das hier einmal auf. Und uh, okay. Color Match ist am Start. Der Color Match ist so gut. Dass ich nicht sehe, dass ich was drauf habe. Wow, okay. Wir arbeiten das einmal auf der halben Gesichtshälfte ein. Und dann zeige ich euch mal so ein bisschen, wie der Effekt ist. Also, eine BB-Cream hat natürlich jetzt nicht die ultra, ultra hohe Deckkraft. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Deswegen werde ich auch jetzt hier nicht sagen, die Deckkraft ist mir nicht genug. Es ist einfach eine BB-Cream und soll die Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgen. Und das wird es vermutlich tun. Ich mache hier mal die halbe Seite drauf. Und schauen mal, wie sich das so verteilen lässt. Also, Color Match. Also, ihr seht hier, dass ich hier diese Linie habe, weil hier Produkt ist und hier nicht. Aber das Color Match ist so optimal. Man kann es tatsächlich auch sehr, sehr einfach aufbauen, das Produkt. Aber die Deckkraft ist natürlich einfach sehr, sehr gering. Ich mache einmal die andere halbe Seite und dann schauen wir mal, wie das im Gesamten aussieht. Ich finde es ja auch mal ganz spannend, einfach neue Produkte auszutesten, die mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausholen. Ihr wisst ja, ich trage ja eigentlich ausschließlich Full Coverage Foundations und je mehr Deckkraft, desto besser. Aber ich erwische mich im Moment und fragt mich bitte nicht, was mit mir los ist, warum ich gerne auch mal andere Produkte austeste im Moment. Also einfach etwas Natürlicheres oder neulich in einem Video, ich glaube auf Dannys Kanal, solltet ihr schon gesehen haben, falls nicht, verlinke ich euch das einmal unten, da waren wir einkaufen und ich hatte einfach nur Concealer und Augenbrauen drauf. Und man hat einfach keinen Unterschied zu sonst gesehen. Es sah einfach so, 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 so gut aus. So, ich habe die BB Cream einmal eingearbeitet und ich muss sagen, ich habe mir die Deckkraft so ein bisschen aufgebaut und es sieht wirklich, wirklich schön aus. Die Haut, ihr könnt sehen, hat so einen leichten Glow mit drin. Also ich finde sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass ich die vor allen Dingen an Wochenenden gerne trage. Das wäre so meine Foundation. Catrice sagt, die ich nur besser. Ich sage die, ich gehe zum Bäcker-Foundation oder ich. Treffe mich mit meiner besten Freundin, die mich schon in ganz, ganz anderen Zuständen gesehen hat. Aber ich möchte trotzdem, dass sie denkt, dass ich ganz viel Wasser getrunken habe, Foundation. So, in, in die Richtung. Ich glaube, ihr könnt mir folgen. Oh, 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 oder halt auch nicht mit meinen komischen Vergleichen. Aber es overall gefällt mir das Ganze sehr gut. Ich hole euch auch gleich mal ein Stückchen näher ran. So, jetzt seid ihr immer schöner nah dran. Ich glaube, ihr könnt sehr, sehr gut sehen, wie ausgeebnet meine Haut aussieht. Es ist jetzt nicht super alles abgedeckt. So ein paar Unebenheiten kommen noch durch. Aber das Gesamtkonzept der Haut ist einfach viel, viel natürlicher. Und das finde ich an BB-Creams eigentlich nicht schlecht. Es muss nicht immer voll, voll Coverage sein. Und das aus meinem Mund. Okay, Freunde, also die BB-Cream gefällt mir sehr, 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 sehr gut, auch im Vergleich zu der Mousse Foundation. Vielleicht ist meine Haut dafür einfach nicht gemacht. Aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich finde es super, dass es in der Clean-ID-Reihe mit drin ist. Ich würde jetzt einmal ganz kurz meine Base weitermachen, damit wir wirklich eine faire Grundlage für die anderen Produkte haben. Und dann geht's weiter. Ich bin richtig, richtig zufrieden. Das Ganze gefällt mir super, super gut. Es hat sich alles schön vermischen lassen, schön verblenden lassen, schön auftragen lassen. Und sieht frisch, gesund und natürlich aus. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu einem Produkt, wo ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist die 3D Augenbrauen-Pomade. Sieht einmal so aus. Ich packe sie einmal aus. Es gibt zwei verschiedene. Ich weiß nicht, welche Farbe ich nehme. Die hellere oder die dunklere? Vermutlich die dunklere. Das ist eine zweifarbige Augenbrauenpomade. Das ist jetzt die dunkle Version, die 020 Medium to Dark. Das ist einmal die helle. Ich glaube, ich nehme die helle einfach, damit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Ich hasse dieses Wort in meinem Gesicht, aber äh, es ist. Äh, wir probieren es. Ich gehe hier einfach mal mit so einem Spoolie kurz durch und würde mit der helleren Farbe diesmal anfangen. Uh, ist sehr weich. Ich habe ewigkeiten keine Pomade mehr benutzt, weil ich so ein bisschen... Früher habe ich nur Pomade benutzt, ja. Aber mittlerweile denke ich mir, es hm, geht ja auch schneller mit einem Pinsel. Aber das ist natürlich viel, viel präziser. Und ich liebe diese hellere Farbe bei mir. Das Ganze ist wasserfest, einfach zu benutzen und hat zwei Töne für verschiedene Brow Styles. Also wie gesagt, das gibt ja dann so diesen Ombre-Effekt. Ich nehme jetzt die dunklere Farbe. Und hier könnt ihr sehen, dass auf jeden Fall Deckkraft da ist. Ich habe ja meine Spitze nicht mehr. Ich werde ganz oft gefragt, wo meine Spitze ist. Freunde, ich habe sie einfach abrasiert, damit ich die Form so ein bisschen beeinflussen kann. Und das Ganze ist da, aber hat ein, ja, ein einfaches Ergebnis. Und das finde ich sehr, sehr gut. Versteht das nicht falsch. Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade, wo man rein dippt und sie eigentlich erstmal vier Wochen offen stehen lassen muss, damit das nicht zu, zu dick ist, sondern das geht Gut und schnell. Ich mal jetzt hier nochmal so ein bisschen und ich nehme jetzt doch nochmal die dunklere Farbe für hinten, weil hier ja meine Haut durchscheint und ich da ein bisschen mehr Deckkraft brauche. Und Maxim, wie viele Farben benutzt du für deine Augenbrauen? Vier. Und jetzt, Freunde, äh, kommen wir zu den Augen. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, denn es gibt unzählige Liquid Eyeshadows. Dann haben wir nochmal zwei neue Lidschattenpaletten. Einmal haben wir hier die The Modern Matte Palette. Die ist eher so also ein bisschen kühler. Und dann haben wir hier einmal die The Dry Rose Palette. Und hier steht auch nochmal extra drauf, dass diese Mikroplastikpartikel frei ist. Sieht einmal so aus. Ich mache es euch mal kurz auf. Sehr, sehr schön. Auch etwas kühler, aber so ein bisschen rosaner. Wollen wir es mal probieren mit diesen Liquid Shadows? Die kommen in so einer Verpackung. Und ich habe jetzt ein, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Farben hier. Das kommt in einem Applikator. Und wir probieren. Freunde, wir probieren es jetzt einfach. Wenn es schief geht, liegt es an mir. Ich trage mir das hier einmal auf. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Das ist jetzt die Farbe 080 Minimalism Matt. Und dann nehme ich mir einen sauberen Pinsel und blende die Farbe schon mal so ein bisschen aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine sehr, sehr schöne Base sein würde. Es gibt aber auch noch hellere Farben. Das wäre hier beispielsweise die Farbe Balance Soul. Das ist, glaube ich, richtig gut, um so ein bisschen auszugleichen. Aber ihr könnt sehen, Farbe kommt auf jeden Fall ans Auge, ist aber ein recht natürliches Ergebnis. Bei mir jetzt zumindest. Arbeitet ihr viel mit Liquid Shadows? Ich finde, das ist eher so ein Trend, der neulich erst gekommen ist. Nee, nee, wir lassen das Ganze einmal kurz antrocknen und setten das Ganze dann mit einem sauberen Pinsel. Und dazu möchte ich aus der Pro Palette, der Next Gen Nudes Palette, die habe ich euch noch nicht gezeigt, äh, die Farbe Beauty nehmen. Das ist diese hier. Die hat ähnlich die Farbe wie der Lidschatten jetzt, also der Liquid Shadow. Es hat gar kein Kickback, wow. Und damit sette ich so ein bisschen die Lidschatten Base. Und das Ganze hat dann so einen leichten rosanen. Touch. Gefällt mir uh, total natürlich. Ich nehme jetzt auch den Pinsel und gehe in die Farbe Classy rein. Das ist diese hier außen. Und dunkel mir das hier außen so ein bisschen ab. Einfach für so ein bisschen Tiefe. Das ist eher dann jetzt hier so ein bisschen das natürlichere Ergebnis. Also so ein leichter, rosy, ein romantischer Look. Finde ich ist für so ein Date oder für die Schule, wenn man so viel Zeit hat morgens eigentlich eine schöne Sache, so ein bisschen was schlichteres, sieht total schön für viele Hauttöne aus und ihr könnt sehen, es ist auf jeden Fall Pigment da und jetzt seht ihr auch im Vergleich zum Video von Montag, wie schön sich die Lidschatten verblenden lassen. Also wirklich ohne Arbeit, ohne Drama kann ich hier den Lidschatten ausblenden, ohne dass er fleckig wird. Das ganze gefällt mir sehr sehr gut. Ich überlege, ob ich jetzt hier ein Liquid Shadow noch benutze. Ich habe verschiedene Farben, ich habe noch mal so ein helles wir probieren mal die Farbe hier. Das ist die Farbe Charmed 90. Ist ein Metallic-Ton und hat auch wieder so ein großes Lipgloss-Füßchen. Ähm, ich trage es mir jetzt einfach auf. Uh, seht ihr diesen Metallic-Effekt? Das ist natürlich jetzt noch nass. Ich lasse das Ganze ein bisschen antrocknen und schaue so einen Moment nach unten, weil ich Angst habe, dass meine Wimpern das so ein bisschen hoch machen. Das Schöne an diesen Metallic-Shadows ist aber... Dass man einfach, also literally einfach, eine Cut-Crease kann. Ihr habt schon diesen Pinsel, ihr macht einfach und fertig. Und ihr habt ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Also, Liquid Shadows möchte ich in Zukunft auch ein bisschen mehr benutzen. Ich finde, es gab aber einfach keine oder wenig gute in der Drogerie, bis ich glaube, gar keine irgendwie. Ich lasse das Ganze jetzt nochmal ein bisschen drauf und fange schon mal an, hier so ein bisschen den Übergang auszugleichen. Und gehe dafür in der Nude-Palette in die Farbe Dramatic. Das ist auch so ein Schimmer. Und das packe ich mir hier so ein bisschen an den Übergang. Uh, okay, wow, ich lieb's. Machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch? Ich glaube ja. Ich habe jetzt mal ohne Base gearbeitet, sodass ihr wirklich nur den Lidschatten aus dieser Palette sehen könnt. Die Farbe Beauty ist so ein bisschen. Ja, das ist eine perfekte Transition Shade. Die war perfekt, um diesen Liquid Shadow zu setten. Es geht aber auch. Ihr seht es, deswegen habe ich es jetzt heute auch mal hier so gemacht. Es geht auch so. Ist dann natürlich ein bisschen softer, weil meine Base war ja schon gesettet. Aber der Effekt ist schön. Ich mische das Ganze auch gleich nochmal mit der Farbe Love. Krass, gar kein Kickback in der Palette. Also, mir ist Kickback. Völlig egal, ja, ich sag's ja immer wieder. Aber es fällt halt extrem auf, dass hier gar kein Kickback drin ist. Jetzt habt ihr auf jeden Fall nochmal den Vergleich zwischen mit der Base. Also der Metallic, mit der Liquid Base und einmal mit ohne, mit ohne Base. Ich nehme jetzt auch den Pinsel wieder, gehe in die Farbe Classic und mache so ein bisschen genau dasselbe wie auf der anderen Seite, dass es so ähnlich rankommt. Ich nehme dann wieder den Liquid Shadow. Habt ihr gesehen, wie schnell das ging. Das waren jetzt. Das war jetzt nicht dieses Monochrom, eine Farbe aufs Auge und dann fertig, sondern drei Farben. Es sieht aus, als hättet ihr euch wirklich viel Zeit gelassen, aber ihr habt euch nicht viel Zeit genommen dafür. Living. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen die Schatten an mein unteres Auge gegeben und Freunde, ich bin wirklich ein Fan von jeder Seite. Also egal ob mit Base und ohne Base. Mit Base finde ich kommt das Ganze noch ein bisschen mehr zu Geltung als ohne, also weil es ja doch sehr softe Farben sind. Gut. Es gibt auch übrigens zwei verschiedene Eyeliner. Ich hatte euch einmal diesen Filzstift-Eyeliner gezeigt. Es gibt hier aber auch noch so einen Liquid-Liner. Da traue ich mich definitiv nicht dran. Was es noch gibt ist, finde ich ganz spannend. Ist ein Lash-Applikator-Set. Da ist einmal eine Schere, eine Pinzette und so ein Bürstchen mit drin. Finde ich ganz spannend. Das mache ich jetzt nicht auf das Test nicht aus. Das kommt direkt in eine Verlosung für euch, weil ich glaube, sowas ist immer was Schönes, was für jeden in einer Verlosung passt. Und dann, Freunde, gibt es Lippenstifte. Ich hatte euch eingezeigt. Ich möchte euch jetzt hier aber nochmal alle Swatches einblenden. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neun, zehn Lippenstifte glaube ich insgesamt in diesem neuen Sortiment dazugekommen und wirklich schön. Richtig, richtig toll. Ich überlege jetzt, was ich für eine Farbe nehme. Das ist zu viel. Das könnte schön aussehen. Ich habe mich jetzt für die Farbe 040 Full Satin entschieden. In, mit dem Namen Full of Inspiration. Das ist so ein schöner Rosenholzton, sehr gedeckt sehr. Ich bin erwachsen, ich verdiene mein Geld, ich gehe gerne in eine Bar und trinke mein Martini on Eis. Ton, sehr, 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 sehr schön. Ich mache aber ganz kurz meine Augen fertig, denn der Lidschatten ist jetzt angetrocknet und sieht richtig, richtig gut aus. Und damit das Ganze auch gut zu Göttin kommt, mache ich einmal einen Eyeliner, aber diesmal ohne Wing, damit das Ganze so ein bisschen natürlich und süß aussieht. Und das sieht richtig, richtig schön und erwachsen aus. Ich liebe diese natürlichen Paletten. Klar, mittlerweile gibt es super, super viele Nude und Rosy Paletten, aber. Es ist mal so ein bisschen was anderes. Vor allen Dingen in Kombination mit diesen Liquid Shadows. Ich lieb's. Ich habe übrigens noch zwei andere Mascaren gefunden. Das ist einmal die High Volume Lashes to Kill Mascara. Sieht einmal so aus. Und das Bürstchen ist sehr, sehr dick. Gefällt mir gut. Ich probiere beide Mascaren aus, leicht natürlich. Und dann gibt es hier einmal die Pretta Volume Mascara. Die sieht einmal so aus. Und auch hier ist das Bürstchen etwas dicker. Aber es hat so eine leichte Biegung mit drin. Ich nehme auf der Seite diese hier. Ich finde, eine Mascara wird erst eine Mascara, wenn man sie so ein bisschen benutzt hat. Aber sie hat auf jeden Fall so ein bisschen schwarz gemacht und so einen leichten Schwung mit reingegeben. Und auf der anderen Seite nehmen wir die High Volume Mascara. Die finde ich, macht die Wimpern definitiv etwas weiter nach oben und gibt den etwas mehr Schwung. Und Freunde, ich glaube... Das war's. Die Eye Pencils möchte ich heute nicht benutzen. Ich glaube, das würde diesen natürlichen Look so ein bisschen zerstören. Es gibt noch ein Produkt, wovor ich ein bisschen Angst habe. Catrice hat ja diese Volumizing Lip Booster. Und jetzt gibt es den Volumizing Extreme Lip Booster mit Hot Chili Extrakt. Und Freunde, okay, es sieht schon rot aus und es sieht so gefährlich aus. Aber ich liebe diese Lip Booster. Okay, ich merke es jetzt schon. Aber ich liebe es. Man muss wirklich nur ganz, ganz vorsichtig aufmachen. machen. Ich mache mit diesen Booster meistens vor allem rauf und pflege dann während des Make-ups meine Lippen einfach wieder, dass es nicht ganz so <laughs> explodiert und wehtut. Das finde ich ist aber angenehm und vor allen Dingen über einem Lippenstift ist das nicht so direkt mit euren Lippen in Kontakt, gibt aber so einen leichten Glosseffekt effekt und so einen leichten Plumping-Effekt. Freunde, und das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen besseren Eindruck zu den neuen Produkten geben. Richtig, richtig cooles Update. Ich mache mir bei Catrice da auch ehrlich gesagt keine Sorgen. Unter uns gesagt. Letztes Mal war das Ganze mit der Mousse einfach nur schwierig, aber die Lidschatten, bombe, die Qualität der Lidschatten von Catrice ist einfach ins Unermessliche gestiegen. Auch mit den Liquid Shadows gefällt mir richtig, richtig gut. Ihr habt gesehen, es geht super einfach, super schnell und schön. Und Freunde, ich verabschiede mich jetzt von euch. Schön, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.